hat es schon angesprochen, die Upcoming Earnings. Was steht diese Woche an Quartalzahlen? Und wie wir es sehen, Nvidia, der Branchenprimus in der Halbleiterbranche, das Überhaupt, nicht nur Kurzzeit, Halbleiter, absolut glaube das ich, oder? kurzzeitig wertvollste Unternehmen der Welt, das Unternehmen, wo schlussendlich der gesamte Markt drauf blickt, legt am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalzahlen vor. Was haben wir noch? CrowdStrike und SentinelOne, zwei Cyber-Security-Cloud-Anbieter. Wir sehen Salesforce, haben wir auch schon mal hier behandelt, ein CRM-Anbieter, Abercrombie und Fitch, auch ein spannender Wert, aber da wird Tom gleich nochmal drauf eingehen. Wir sehen Lululemon so als Competitor zu Nike, natürlich auch kein erstes leichtes Halbjahr gehabt, aufgrund sinkender Nachfrage, vor allem in China. Wir sehen Dell vor einigen Wochen gehabt, groß im Bereich Server und dann nochmal zwei kleinere Einzelhändler bzw. ja, Unternehmen, die das Konsumklima in den USA messen mit Best Buy und Dollar General. Aber Tom, lass uns doch mal so ein bisschen auf den Chart von einigen Werten Unternehmen und fangen wir an mit Nvidia. Ja, Nvidia ist ja, glaube ich, jetzt In seit aller Munde. spätestens in diesem Jahr in aller Munde und jedem eigentlich bekannt. Das Unternehmen hat dieses Jahr schon 155% Kursperformance hingelegt, hat bombastische Quartalszahlen geliefert, die letzten sechs Quartale hinweg. Ja, die Börse erwartet jetzt so ein bisschen, dass das Ganze so weitergeht, dass man weiter die Erwartung schlagen kann. Es wird ein Umsatz von knapp 28 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was ein Wachstum von über 100% wäre. Und es wird auch besonders auf die Bruttomarge bei dem Unternehmen geschaut, weil natürlich man im Moment noch der einzige Hersteller von diesen Hochperformance-GPUs und Chips und Halbleiterlösungen ist, wird hier natürlich sehr genau auf diese Bruttomarge geschaut. Das ist natürlich auch der Fakt, der das Unternehmen dann so ein bisschen von den anderen Nicht-Premium-Herstellern so ein bisschen abhebt. Erwartet wird hier eine Bruttomarge von, oh, das sieht hier fast nach Software aus, von 75%, was Unglaublich, ne? natürlich gigantisch ist und wirklich, ja. Ja, wir haben es, die ganze Euphorie des Marktes in Richtung Halbleiter haben wir ja schon die letzten beiden Wochen gesehen, beziehungsweise letzte Woche Market Roundup plus 20% vor 2 Wochen. Letzte Woche ging so ein bisschen die Aufwärtsrallye weiter, ohne dass überhaupt Zahlen geliefert sind. Es wird Ja. viel vorweggenommen, aber wie gesagt, um Nvidia kommt man in der Chipbranche aktuell nicht rum, zumindest medial nicht. Was haben wir noch? Ja, wir haben noch CrowdStrike. Da gab es ja, ich glaube, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen gab es ja diesen großen Microsoft-Ausfall, den ja wahrscheinlich viele von euch auch mitbekommen haben. Wir haben ihn hier tatsächlich. Haben wir ihn hier mitbekommen? Ich Ich überlege glaube gerade, nicht. ich glaube tatsächlich nicht. Naja, CrowdStrike war damals verantwortlich für den für einen großen IT-Ausfall auf der gesamten Welt. Und jetzt kommt tatsächlich jetzt diese Woche die Quartalszahlen und ist so ein bisschen die Erwartungshaltung. Wir sehen das hier ganz schön am Kurs. Die Aktie ist phänomenal eingebrochen. Und das hat natürlich davor auch eine gute Performance gehabt. Ist year to date immer noch 4% im Plus. Ja, man erwartet jetzt natürlich so ein bisschen ab, was tatsächlich an Schadensersatzforderungen von Absolut. geschädigten Unternehmen auf CrowdStrike zukommen, was tatsächlich an Kundenverlusten vielleicht auch auf das Unternehmen zukommt, da das natürlich ein Event ist, den man besonders bei einem Cyber-Security-Anbieter eigentlich eher nicht haben möchte. Ja, deshalb werden die Quartalszahlen wahrscheinlich auch wieder sehr spannend und wir sehen natürlich jetzt in den letzten Tagen eine deutliche Erholung von den Tiefs, die wir jetzt auch von diesem Tief vor 2 Wochen hatten, aber auch auf jeden Fall eine Aktie, wo es wahrscheinlich eine sehr hohe Volatilität nach den Quartalszahlen geben wird. Absolut, lass uns mal weitermachen. Was Ja, wir hast du uns müssen zu Lululemon zu sagen? Schnell durch. Genau, jetzt sind wir bei Lululemon, so ein bisschen zweite Reihe der Sportartikelhersteller hinter den großen, also Nike und Adidas, hatte jetzt zuletzt ein sehr schwieriges Jahr bis jetzt. Gab zuletzt eine kleine Erholung, aber das Unternehmen hat Schwierigkeiten gehabt, auf dem Haupt-US-Markt weiter zu wachsen. Es gab darüber hinaus noch Margendruck, der das Unternehmen so ein bisschen oder der am Ende auch so ein bisschen die Aktie unter Druck gebracht hat. Und jetzt zuletzt gab es so ein bisschen so einen kleinen Turnaround. Die letzten Quartalszahlen waren auch wieder akzeptabel. Der Börse hat es auf jeden Fall gefallen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Wir haben ja auch so den Druck gesehen bei Nike, die jetzt ja auch seit knapp einem Jahr so ein bisschen unter Druck sind. Adidas scheint das so ein bisschen von sich zu stoßen, diesen Druck, der da auf einen zukommt von den Konsumern, aber auf jeden Fall auch sehr spannende Zahlen, die uns da Ja, erwarten. nicht zu vergessen, dass das chinesische Geschäft, was deutlich auch Ja, eingebrochen ist, ob die genau, ganz Konsumer genau. fragen weniger nach. Und so ein bisschen, was wir natürlich auch bei großen Einzelhändlern sehen, wir haben es bei Adidas gesehen, wir haben es auch bei Nike gesehen, die Lagerbestände. Es gab große Lagerkorrekturen
die man jetzt so langsam abbaut, aber natürlich zu einem Preis. Und das sind Preissenkungen, sonst wird man die Ware nicht los. Das hat der Markt auch nicht so gut aufgefasst. Deswegen sehen wir hier auch einen deutlichen Rücksetzer, beziehungsweise mehrere Wochen, wo der Kurs deutlich zurückgesetzt hat. Es hat sich ein Boden gebildet und seitdem 3 Wochen in Folge positiv aus der Woche gegangen. Und jetzt hier so ein leicht, bis mit weniger Volumen, die nächste Woche so leicht negativ. Genau. Das ganz aus charttechnischer Sicht. Dann gehen wir nochmal zu Dell. Ganz genau. Dell am Donnerstag hatten wir hier auch schon in der im Aktien-Roundup besprochen. Ist ja vielen auch bekannt als Computerausstatter, also alles rund um Computer, hat auch eine große Serversparte mit knapp 50%, ist dementsprechend auch auf dem KI-Servermarkt aktiv und das ist so ein bisschen die Story, die so das letzte Jahr über gespielt wurde. Wir sehen das am Kurs, eine phänomenale Kursperformance, jetzt besonders über das letzte Jahr, auch wenn es jetzt zuletzt Rücksetzer gab, aufgrund von Margen- und Umsatzdruck, ist die Aktie immer noch knapp 50% im Plus. Donnerstag kommt da nach der Börse? Nach Börsenschluss kommen da die Zahlen. Und die Erwartungen sind auf jeden Fall, dass der Umsatz gesteigert wird und auch die Gewinne weiter gesteigert werden können. Lass uns gerne mal zu den Terminen jetzt direkt gehen. Einmal Salesforce noch kurz. Dann machen wir noch schnell und dann Salesforce. Gehen wir einmal zu den Wirtschaftsdaten der kommenden Woche oder der aktuellen Woche. Genau, Salesforce, Tom? Ja, ganz genau. Salesforce auch legt am Mittwoch nach Börsenschluss Zahlen vor. Wir sehen hier auch wieder eine Konsolidierung nach diesem schrecklichen Montag, den wir ja hatten. Hat sich die Aktie aber wieder deutlich erhöht. Das Unternehmen oder die Börse erwartet so ein bisschen Neuigkeiten im Bereich KI, künstliche Intelligenz, die natürlich das Geschäft von Salesforce maßgeblich beeinflussen sollen. Ist natürlich jetzt am Ende die Frage, ob man das natürlich auch schon aus den Umsätzen und den Gewinnen und den Margen so ein bisschen rauslesen kann jetzt an den Zahlen oder ob das tatsächlich immer noch Zukunftsfantasien sind und dass sich alles erstmal noch materialisieren muss. Wir haben hier year-to-date eine Performance von knapp 1% und auf jeden Fall auch wieder sehr volatile und spannende Quartalszahlen, da das Unternehmen natürlich auch als Technologiewert, High Technology Growth, Wachstumswert natürlich auch teuer bewertet ist. Absolut. Und wir sehen hier einmal noch zum Chart, bevor wir jetzt gleich schnell nochmal weitermachen, die Untertassenformation. Es bildet sich so einen leichten Henkel raus und man geht so langsam als Unterstützung mit dem 7er und 50er rollierenden Durchschnitt so langsam hier Richtung Allzeit hoch. Und wie gesagt, der Katalysator können die neuen Quartalszahlen sein, beziehungsweise neue Impulse können dadurch gesetzt werden. Wir werden es nächste Woche erfahren. Genau. Einmal noch zu den Wirtschaftsdaten, nachdem wir jetzt die Upcoming News behandelt haben. Was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, also wir sehen zuerst mal Inflationsrate in Deutschland, den Verbraucherpreisindex. Hier wird ein leichter Rückgang erwartet. So ein bisschen auch zu dem Bild passt, dass auch in Deutschland die Inflation rückläufig ist. Wir haben immer noch eine leicht erhöhte Kerninflationsrate. Genau. Am Freitag sehen wir dann noch zwei wichtige Wirtschaftsdaten aus Japan. Das ist einmal die Inflationsrate, die natürlich, beziehungsweise die Kernrate, ohne die wechselungswilligen Energie- und Versorgerpreise, die so ein bisschen Ausblick auf die Zinsentwicklung gibt. Und da ist natürlich gerade auch besonders spannend, steigende Zinsen, beziehungsweise der Zinsspread zwischen USA und Japan, wenn der kleiner wird, wenn am oberen Ende quasi Zinsen gesenkt wird, in den USA, was jetzt quasi angekündigt wurde, in Japan sie gesteigert werden, kann das natürlich auch Einfluss auf den Yen nehmen, dass der dann natürlich stärker wird, wenn die Zinsdifferenz kleiner wird und dann natürlich auch Einfluss auf den Aktienmarkt in Japan nehmen können. Das werden wir abwarten. Dann Industrieproduktion, wie gesagt, aus dem physischen Gewerbe wird auch noch vorgelegt und hier nach vorherigen Quartal -4,2 wird hier 3,7% erwartet. Und dann noch das favorisierte Inflationsmaß, so würde ich es mal nennen, der FED, der PCE im Vergleich zum Consumer Price Index, wird auch ein leichter Anstieg erwartet. Genau, so das zu den Wirtschaftsdaten von dieser Woche. Blicken wir noch, was uns jetzt diese Woche und auch nächste Woche noch erwartet.
Genau, Tom. Ja, genau. Am Donnerstag werfen wir einen Blick auf Monster Beverage, das Unternehmen, was ja tatsächlich die beste S&P-Performance aller Aktien hat, tatsächlich. Werfen einen Blick auf Monster Beverage, die letzten Quartalszahlen in der Aktienwerkstatt. Werfen wir dann einen Blick auf die Getränkeindustrie mit dem Fokus auf die Energy-Drink-Hersteller. Wir machen dann eine Sektoranalyse und einen Aktienvergleich mit unserem Vergleichstool, will ich es mal nennen. Und da haben wir mit dem Findo-Vergleichstool, und da haben wir in der kommenden Woche wieder den Market Roundup mit uns beiden. Ich freue mich, Luca. Genau, ich mich auch. Dann schöne Handelswoche, viele gute Trades und bis dann. Bis dann. Tschüss.